Hallo meine Lieben, als ich euch die Brushes von BJ Dell gezeigt habe zum Wichtezeichnen, da habe ich auch gesagt, wenn ihr das gerne möchtet, dann zeige ich euch auch noch eine zweite Version, wie ihr die zeichnen könnt und zwar ohne diese schwarzen Linien. Und da war das Feedback auch so, dass ihr das gerne haben möchtet und deshalb zeige ich euch das im heutigen Video. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Als ich euch die Brushes von BJ Dell gezeigt habe für Procreate, habe ich euch ja gefragt, ne, möchtet ihr gerne auch noch diese Version sehen? Weil im ersten Video, als ich die gezeigt hatte, die Pinsel, da habe ich euch diese Version mit den schwarzen Linien gezeigt. Und darum geht es genau heute, nämlich um diese Version hier unten, wie ihr dann so eine Version erstellen könnt, ohne eben diese schwarzen Linien ringsherum. Ich werde heute auch einige Tipps zum Schattieren zeigen. Somit könnt ihr das Video natürlich nicht nur für diese Pinsel von BJ Dell nutzen, sondern auch für andere Motive, die ihr im selben Stil erstellen wollt. Vom Motiv her bleibe ich bei dem, was ich schon mal gezeigt hatte, ne? Der kleine hier. Wenn ihr dieses Video hier nicht gesehen habt, dann guckt euch das an, weil wir werden, die ersten Schritte sind genau gleich wie in diesem Video, die werde ich jetzt nicht wiederholen. Das heißt eigentlich bis dahin, wo ihr die einzelnen Elemente, wie zum Beispiel Nase, Hände, bei mir das Herz, die Mütze, der Bart, die Schuhe oder Füße und der Körper, wenn ihr die noch auf einzelnen Ebenen habt und noch nicht ausradiert, also nichts davon ausradiert habt. Bis dahin könnt ihr eigentlich dem ersten Video folgen. Jetzt für das hier werden wir das Ausfärben ein bisschen anders gestalten. Und zwar, ich gehe jetzt mal auf die Mütze, dann wähle ich die Farbe aus, die ich haben will und dann ziehe ich das hier drauf. Jetzt seht ihr hier oben, habt ihr einen Color Drop Grenzwert. Und wenn ihr da zu hoch geht, dann färbt es euch alles aus. Ne? Das wollt ihr nicht haben. Dann müsst ihr einfach gucken, dass ihr möglichst hoch, aber nicht zu hoch, dass es alles ausfärbt. Ne? Also ich gehe da in der Regel so 97%. Passt eigentlich. Und da färben wir jetzt auf der Ebene alles aus. Und auch ein zweiter Tipp noch, wenn ihr die Farbe drauf zieht und nichts passiert, na, wenn ihr jetzt hier zieht und da nichts passiert, dann kann es sein, dass ihr eben die Linien erwischt habt, weil die sind jetzt auch rot. Das will ich natürlich nicht, deshalb mache ich das nochmal rückgängig. Müsst ihr wirklich drauf gucken, dass ihr das innerhalb des Elementes oder innerhalb der Linie die Farbe drauf zieht. So. Und ihr habt gesehen, ich habe keine neue Ebene gemacht, sondern ich bin auf der Ebene geblieben, wo der Hut ist. Und jetzt, bevor ihr den nächsten Schritt macht, und das geht nachher für alles, müsst ihr jetzt nur einmal machen. Stellt sicher, wenn ihr hier oben auf dieses S geht, dass hier unten die Farbfüllung nicht aktiviert ist. Ne? Wenn die aktiviert wäre, wäre die so blau. Ne? Das darf sie nicht sein, die muss wirklich deaktiviert sein, sonst funktioniert das nicht wirklich. So, jetzt, was wir jetzt machen müssen, weil wir wollen ja diese schwarzen Linien quasi loswerden. Dazu geht ihr, na, wir sind immer noch auf dieser Ebene, tippt hier drauf, sagt auswählen, tippt nochmal drauf und sagt Ebene füllen. Weil jetzt ist das ganze Element inklusive der Linien ausgefärbt. Und das könnt ihr jetzt mit jeder Ebene machen. Das heißt, Farbe auswählen, hier, ich bleibe jetzt bei dem Rot, das ausfüllen, dann auf die Ebene gehen, sagen auswählen, wieder auf die Ebene gehen und Ebene füllen. Nächste Ebene, Farbe auswählen, Farbe draufziehen, auswählen, Ebene füllen. Und das macht ihr mit jedem einzelnen Element. Thank you.
You had me at a low. 'Cause where you go is where I go. Hier kann ich euch gleich auch noch was zeigen bei den Füßen. Na, wenn ich jetzt die Farbe reinziehe, dann ist es ja nur mal dieser obere Teil des Schuhes. Und ihr habt vielleicht gesehen, hier oben ist was aufgepoppt. Ich mache das nochmal rückgängig. Na? Hier mit Ausfärben weitermachen. Da habt ihr hier so eine Markierung. Die zieht ihr dann da rauf, wo ihr das haben wollt. Und jetzt könnt ihr mit Antippen eigentlich weiterfahren mit Ausfärben. Das hilft immer, wenn man gerade ein Element hat, wo es sehr viele einzelne kleine Teile hat, dann kann man dann mit dem das einfacher ausfärben. Müsst dann einfach drauf gucken, dass ihr dann wieder rausgeht. Zum Beispiel, wenn ihr auf die Pinsel klickt, dann wird es deaktiviert und dann könnt ihr genau gleich weitermachen. So, dann haben wir den schon mal ausgefärbt und ich mache hier den kleinen, deaktiviere ich. Jetzt kurz noch was zum Schattieren, wo wir jetzt weiterfahren. Und zwar, ich habe hier eine neue Ebene, mache ich mir hier kurz einen Kreis, fülle den mit Farbe, den dupliziere ich kurz, weil ich euch zwei Sachen zeigen will. Es gibt verschiedene Arten, wie ihr die Schattierung auf diese Ebene bringen könnt. Eine davon, das ist die ich eher weniger empfehle, wenn es das Ganze neu für euch ist, ist, dass ihr auf der Ebene, ne, das ist hier der Kreis drüben, wenn ich da sage Alpha-Sperre, dann nehme ich hier zum Beispiel einen dunkleren Ton von dieser Farbe und färbe jetzt einfach mal eine Seite aus, als ob ich einen Schatten machen würde. Und auf der anderen Ebene oder auf der anderen Seite nehme ich was Helleres. Das mit der Alpha-Sperre ist einfach das, dass es nur da zeichnet, wo ihr schon eine Farbe drauf liegen habt. Und wenn wir jetzt hier sagen würden, na, ich will Gouache und Schärfe, dann kann ich das wunderbar ineinander blenden. Aber was ich mit der Alpha-Sperre habe, ich kann das, was ich jetzt gemacht habe, die Farben, die ich drüber gelegt habe, die kann ich weder verschieben, noch kann ich die in der Deckkraft zurücknehmen, weil die Deckkraft liegt ja auf der ganzen Ebene. Das heißt, auch das Rot, das drunter ist, wird jetzt in der Deckkraft kleiner oder weniger. Von dem her ist alles, was ihr hier macht, ihr könntet jetzt auch nicht einfach den Kreis, das Rot ändern und irgendeine andere Farbe drunter legen, weil diese beiden Schattenteile sind in der Ebene drinnen. Das ist alles miteinander verschmelzt. Das heißt, ihr könnt das nicht separat dann noch anpassen. Die bessere Variante ist, wenn ihr auf der Ebene seid, drüber eine neue Ebene hinzufügt und dann sagt Clipping Maske. Weil das hat eigentlich denselben Effekt, dass ich, wenn ich auf der Ebene bin, egal wo ich färbe, es nimmt die Farbe nur da, wo ich die auftrage. Und wenn ich jetzt sage, Gouache und Schärfe, die hochnehme, dann kann ich die immer noch anpassen. Ne? Ich kann sagen, Deckkraft weniger, mehr. Ich kann auch, na, wenn ich die nehme, weil die Gouache und Schärfe geht ja in alle Richtungen. Und das heißt, hier hat man manchmal dann am Rand, ist die auch heller. Aber ich will ja die Gouache und Schärfe eigentlich nur innerhalb des Kreises. Und da hilft es, wenn man das anpasst, na hier, anpassen, verformen und dann kann ich die immer noch so ein bisschen rausziehen und die so platzieren, wo ich die gerne haben möchte. Und ich kann eben immer noch, wenn ich jetzt beim Kreis irgendwie eine andere Farbe haben will, kann ich die dahin ziehen. Das heißt, mein darunterliegendes Element, was auf dieser Ebene liegt, ist immer noch
unverändert. Ne? Alles, was ich mache, hat einen Effekt darauf, aber es wird quasi nicht kaputt gemacht, sondern es bleibt weiterhin eben bestehen. Deshalb würde ich euch anraten, eigentlich eher diese Variante zu wählen und nicht die Alpha-Sperre. Und ihr habt schon erraten, bei dem, was ich jetzt gerade erklärt habe, es geht jetzt darum, die Schattierung einzufügen, weil so wäre ja das Ganze ein bisschen langweilig. Wie machen wir das jetzt? Ich mache als allererstes mal die Nase, geht eigentlich fast am einfachsten. Das heißt, ich gehe hier auf die Ebene von der Nase, füge eine neue Ebene dazu und sage der Clipping-Maske. Das heißt, die orientiert sich an der Form der Nase. Dann gehe ich hin, wähle die Farbe aus, die die Nase hat. Könnt ihr auch ne, so auswählen, dass ihr hier die Farbe aufnehmt. Und dann gehe ich damit in einen dunkleren Bereich rein. Und bei mir, ne, die Lichtquelle kommt quasi von vorne, von der Seite. Das heißt, die Schatten werden sich auf der Seite bilden, die Highlights auf der Seite. Das heißt, ich färbe jetzt einfach mal die Seite ein, wo ich denke, dass da ein Schatten sein wird. Jetzt gehe ich auf die Gaussche Unschärfe und ziehe die quasi hoch. Und ihr seht, so hat die schon mehr Dimension gekriegt, dadurch, dass wir hier einen Schatten hinzugefügt haben und das sehr stark verläuft mit der Gaußschen Unschärfe. Jetzt hat es eben genau hier auf der Seite eine helle Kante und das will ich nicht haben. Deshalb gehe ich hier auf das Menü, bin hier auf Verformen und ziehe das noch so ein bisschen raus. Das heißt, ich kann so quasi den Schatten genau da platzieren, wo ich den haben will. Eines, was ich am Anfang vergessen habe zu sagen, ist, ne, bei den Ebenen ist es natürlich wichtig, dass das, was ihr, was zu oberst ist, bei den Ebenen auch zu oberst ist. Ne, die Nase hier steht am meisten raus, das heißt, die wird zu oberst sein, die liegt quasi vor dem Hut, vor dem Bart. Dann die Handschuhe, die liegen vor dem Herz und vor dem Bart. Dann das Herz, weil es vor dem Bart liegt, dann der Hut, weil es zwar unterhalb der Nase, aber vor dem Bart ist. Der Bart, der ist vor den Schuhen und vor dem Körper. Dann die Schuhe hinter dem Bart, vor dem Körper und am Schluss noch der Körper. Diese Reihenfolge ist wichtig. Und so können wir jetzt eigentlich durch die Ebenen durchgehen und die Schattierungen da einfügen, wo wir die brauchen. Bei der Art der Schattierung, das heißt, wenn ich mit dieser Gaußschen Unschärfe gehe, wenn ich da jetzt noch mehr Schattierung hinzufügen will, ich kann das zwar mit der Deckkraft ne, weniger mehr verändern, was ich aber nicht machen kann, ist jetzt einfach drüber färben und da wieder mit der Gaußschen Unschärfe drauf gehen in derselben Ebene, weil das würde dann die komplette Ebene, das heißt auch das, was schon gezeichnet ist, nochmal unschärfer machen. Wenn ich die jetzt noch weiter, quasi wenn ich noch mehr Schatten hinzufügen möchte, dann müsste ich hier jetzt eine neue Ebene machen, da auch wieder Clipping-Maske und dann könnte ich da noch mehr Schatten hinzufügen und auch wieder die Gaußsche Unschärfe auswählen. Ne? Also da müsst ihr immer wieder neue Ebenen machen. Es kann sein, wenn ihr ein altes iPad habt, dass ihr irgendwann dann zu wenig Ebenen zur Verfügung habt. Dann könnt ihr quasi ein Element fertig machen und dann diese Ebenen von diesem Element zusammenfügen. Ihr könnt es dann halt einfach nicht mehr weiter bearbeiten oder höchstens noch Sachen eben dazufügen. Aber naja, es hilft. Also hängt halt davon ab, was für ein iPad ihr habt. Und was ihr für Einstellungen bei der Leinwand habt. Je höher, also je größer die Leinwand ist und je mehr DPI ihr habt, eingestellt habt, desto weniger Ebenen habt ihr auch zur Verfügung. Will ich es einfach gesagt haben. Aber jetzt gehe ich eigentlich hin und füge überall da Schatten hinzu, wo ich die brauche.
Und ich nehme auch immer die entsprechenden Farben. Das heißt, jetzt für die Handschuhe, neue Ebene, Clipping-Maske, wähle das Rot aus und gehe da einfach ein bisschen dunkler und füge hier den Schatten hinzu. Gehe wieder auf die Gaussche Unschärfe und blende das so rein. Und dann kann ich eben das auch immer noch so ein bisschen anpassen, dort wo ich das Gefühl habe, dass es das braucht. Und eben jetzt, genau das mache ich. Die Handschuhe liegen vor dem Herz. Das heißt, ich werde da einen Schatten haben. Da gehe ich jetzt einfach durch das ganze Bild durch und füge genau so die Schatten hinzu. I don't need nobody else. I got you. And you got me too. You can write all the blue. I wanna do what you want to. We can leave and run away someday. Someday. Wenn ihr bei den Schuhen zum Beispiel wollt, dass die Sohle eine andere Farbe hat, könnt ihr das auch machen. Hier einfach eine dunklere Farbe auswählen. Und dann quasi den Schuh hier unten die Sohle einfach einfärben. Und das lasst ihr dann auf der Ebene quasi. Dann könnt ihr separat für beide Ebenen wieder die Schattierung machen. Yes, I got you. And you got me too. Dann haben wir schon mal eine Ebene der Schatten, da werden wir nachher sicher noch weitermachen damit. Und genau, was ich euch eigentlich auch noch zeigen wollte, war beim Hut. Ne? Der erste Moment, ich hatte ja beim anderen Beispiel, hatte ich da weiße Punkte drauf gemacht. Ich wollte euch aber noch zeigen, wie ihr diese, es hatte ja Bilder von einem Karo-Design oder Karo-Muster mit dabei. Und dann, um das einzufügen, geht ja auf die Ebene, ne? Das hier ist der Hut, eine Ebene drüber. Da sage ich Datei einfügen, nehme hier dieses Buffalo-Bild. Das ist eine Clipping-Maske auf den Hut. Ne? Und jetzt ist das Ganze noch ein bisschen groß, das können wir natürlich auch kleiner machen. Es muss einfach genug groß sein, um den ganzen Hut abzudecken.
Und wenn ihr jetzt nicht wollt, dass es wirklich so gerade rüber geht, sondern so ein bisschen der Form des Hutes folgt, dann könnt ihr auf Verform gehen und da das noch so ein bisschen anpassen, dass es eben auch so ein bisschen diese Biegung drin hat. So. Und dann haben wir für den Hut auch ein Karo-Muster. Und jetzt seht ihr, ist das natürlich zu dunkel. Da könnt ihr auf der Ebene selber die Deckkraft auch unternehmen, dass dann wieder ein bisschen besser passt. So, jetzt haben wir schon mal die Schattierung eingefügt. Jetzt, wenn wir Schatten haben, werden wir natürlich auch Highlights machen. Das heißt, ich muss jetzt überall auch wieder eine neue Ebene quasi machen und so die Lichter einfügen. Die mache ich dann natürlich heller und nicht dunkler. Gehe dann regel über den Schatten drüber. Dann nehme ich hier wieder meine Originalfarbe und gehe einfach heller. Und auch das könnt ihr wieder auf allen Ebenen machen. I try to figure out who I am. Not sure what I'm doing here. And the days don't work out the way I thought they would. And before you, there was no one who understood. Never found somewhere I fit in. Until I met you, I was feeling lost. But you're the one who can make it go away. All you have to do is look at me. Sometimes I can't breathe. Jetzt hat das schon ein bisschen mehr Charakter bekommen, aber da geht natürlich noch mehr, ne? Was ich jetzt machen werde, ich nehme einen Pinsel. Ihr könnt da entweder einen Airbrush-Pinsel nehmen, ne? Die sind hier, so ein weicher Pinsel. Oder ihr könnt auch, wenn ihr, ich habe jetzt zum Beispiel die von BJ Dell, der hat solche Texturpinsel und da eignet sich zum Beispiel Sand sehr gut. Und damit setze ich noch weitere Schatten und oder Highlights. Weil ihr jetzt nicht alle eben diese Texturpinsel habt, mache ich jetzt das mit dem Airbrush-Pinsel. Und die Airbrush-Pinsel sind sehr drucksensitiv. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Nase nehme, ne, und da sage neue Ebene und dann eine dunklere Farbe nehme. Ich fange mal hier bei der Schattierung an, die ich habe, und gehe noch ein bisschen dunkler. Wenn ich direkt hier drauf male, dann wird der schon sehr intensiv. Was ihr machen könnt, ist, dass ihr außerhalb quasi zeichnet, damit sich dieser Airbrush-Pinsel nur so ein bisschen am Rand von eurem Element quasi, dass die nur da ersichtlich ist. Es wird noch ersichtlicher, wenn ihr das wirklich als oberste Ebene nehmt. Dann sieht man es noch ein bisschen besser. Feels like you're the one who saves me when I try, but
who saves me. I'm trying my best to hold on. It's not easy, but I'm feeling stronger with you. And the days don't work out the way I thought they would. And before you, there was no one who understood. Sometimes I can't see, but it feels like you're the one who saves me. When I try but don't succeed, yeah, it feels like you're the one who saves me. Und ihr seht, ich gehe da wirklich immer wieder hin und her und füge da noch was dazu, wo ich das Gefühl habe, okay, da braucht es noch was. Und was ihr auch machen könnt, sind Linien. Na, wenn wir jetzt den Hut nehmen zum Beispiel, da eine Ebene hinzufüge, wie der Clipping-Maske sage, und dann vom Pinsel her nehme ich einen ganz normalen Inker Streamline. Ich habe die von BJ Dell, weil die am Ende so schön in die Spitze gehen. Das mag ich an den Pinseln. Den Link dazu mache ich euch natürlich auch unten rein. Aber wenn ihr euch erinnert, bei dem Mut war es ja eigentlich so, dass ich noch verschiedene schwarze Linien hatte, die dem ganzen Hut noch so ein bisschen mehr Struktur gegeben haben. Kann ich immer noch machen, ne? Also hier zum Beispiel. So, in dem Stil. Gebt ihr da auch wieder so ein bisschen eine Gausche Unschärfe drauf. Dann könnt ihr das von der Deckkraft immer noch so ein bisschen runternehmen, einfach so, bis es quasi sich in das ganze, bis es quasi in das ganze Design mit einfließt. Das können wir auch beim Bart zum Beispiel, können wir das noch machen. Give you my everything. It's not much, but it's all I have. You know we could run to a place where we belong, but I need you there with me to go on. Sometimes I can't see you, but it feels like you're who saves me. When I try, but don't succeed. So, ich könnte jetzt eigentlich noch Stunden weitermachen, aber ich denke, ihr versteht das Prinzip, ne? Es ist halt einfach durch diese Schattierungen und durch die Highlights geben wir dem Element wie eine 3D-Form, ne? Weil, ne, wenn das ja wirklich eine Kugel wäre und da Sonne drauf leuchtet, dann habe ich einen Punkt, wo sich das Licht reflektiert und an den Kanten wird es dann ein bisschen dunkler. Und genau so baut ihr quasi so ein Bild auf. Sowas könnt ihr natürlich dann nicht zum Plotten im Sinne von Schneiderlinien verwenden, sondern das wäre dann eher was, was ihr zum Beispiel als Sticker nutzen würdet. Aber wie gesagt, da könnt ihr stundenlang noch Feinheiten einbauen und es noch ein bisschen besser machen. Ich gucke mir das immer wieder an und gucke mal so, nee, meckert. Um die Nase herum beim Bart braucht es eigentlich noch mehr. Und wie gesagt, ne, ihr könnt da natürlich auch dann mit bei anderen Pinseln noch arbeiten, wie eben
diesem, ne, Sandpinsel. Das ist einer, der so sehr gut funktioniert. Mal gucken, wo ich jetzt bin bei der Nase. Dann bekommt das noch mehr Struktur über. Clipping-Maske vergessen. Deshalb. So, jetzt höre ich aber wirklich aus. Auf. Wie gesagt, man kann da stundenlang dran arbeiten, aber ich hoffe, ihr seht so ein bisschen, wie das gedacht ist. Das heißt, ihr arbeitet hier sehr stark mit Clipping-Masken und eben mit der Gaußschen Unschärfe, mit dem Verzerren, ne, oder Verform-Tool, mit Airbrush-Pinseln, mit der Deckkraft auch, und so könnt ihr dem Ganzen noch mehr Struktur geben, dass das dann wirklich ein schönes Spiel hat mit Schatten und Licht. Und hier zum Vergleich, ne, so sah der Kleine aus mit den Linien. Das heißt, ihr habt da wirklich ein komplett anderes Design. Wenn ihr sowas dann als Sticker verwenden wollt, könnt ihr das natürlich auch machen. Am besten Hintergrundfarbe ausmachen, zu unterst eine Ebene einfügen und dann mit Weiß und einem passenden Pinsel einfach eine Linie ringsherum zeichnen, wie gehabt. Das habt ihr schon beim ersten Video gesehen, ne? Und dann könntet ihr sowas auch zum Drucken und dann Schneiden verwenden. Aber das war es auch schon, was ich euch heute zeigen wollte, nämlich eben, wie ihr diese Variante von Lichtern erstellen könnt. Aber wie gesagt, diese ganze Art, wie man schattiert, das könnt ihr natürlich auch mit anderen Sachen, nicht nur mit diesen Wichtelpinseln, verwenden. Ich hoffe, euch hat das Video geholfen und ihr habt Lust, es selber auch auszuprobieren. Und natürlich auch, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!